Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alien Isolation. Ihr seht da vorne, wie die Tür sich öffnet, deswegen bin ich auch gerade im Menü. Das Alien ist mal wieder da. Ich muss mal kurz die Kamera ein bisschen weiter rüberschieben, weil ich glaube, die war noch nie so weit drüben. Ich hoffe, das Bild passt noch, aber ich glaube schon. So Leute, ich glaube, wenn ich jetzt aus dem Menü rausgehe, sind wir tot. Aber egal. Heute gibt es wirklich, also wirklich Ehrenwort. Es gibt heute keine so lange Folge, weil ich bin immer noch krank, wie ihr ja aus dem Far Cry Primal Video schon wisst. Und es wird auch mittlerweile immer schlimmer. Immer mehr Schnupfen, Halsweh. Deswegen wird es heute wirklich nur 20 Minuten lang sein. Ich schau mal, vielleicht wird es auch länger. Das wäre dann gar kein Problem, aber je nachdem, wie lange ich durchhalte, weil ich kann halt nicht so lange reden, weil sonst tut der Hals doch ein bisschen sehr weh. Deswegen geht's jetzt los, bevor ich noch mehr rede. Hallo? Hallo? Ja. Wussten Sie auch schon, dass eine Pumpgun ohne geladen zu sein gar nicht so viel bringt? Haben wir jetzt gerade rausgefunden. Bitte häng dich nicht aufs Spiel. Okay, alles gut. So, die Frage ist, was hilft gegen dieses Ding? Der Flammenwerfer, aber da haben wir halt auch nur noch 112 Muni. Wohin müssen wir denn eigentlich nochmal? Da lang, glaube ich, genau. Und von da kommt er natürlich auch. Verbrenne! Okay, er haut ab, er haut ab. Gut, gutes Zeichen für uns. Die Frage ist, was müssen wir tun? Erstmal die Ding. Oh fuck. Oh fuck. Leute, ich weiß wirklich nicht, was wir gegen die anrichten sollen. Ah, warte, wir können da rein. Yeah, yeah, yeah. Hier kannst du uns nichts anhaben, hoffe ich doch. Ey, ich habe die ganze Zeit Angst, dass der von oben kommt, aber das ist wirklich nur der ekelhafte Schleim. Oh mein Gott. Wieder so ein alter Artgenosse. Na, wie geht's so? Wahrscheinlich nicht so gut, aber danke für nichts. Da lang müssen wir. Oh, noch einer. Auch nichts, danke. Oh oh. Oh! Was? Okay. Also wir sind instant down, wenn das Ding uns anspringt. Natürlich, die Schwierigkeit war noch nicht hoch genug. Danke dafür. Oh mein Gott, Leute, das wird ein krankes Spiel. Okay, überladen Sie den Beta-Kern. Natürlich, hatte ich auch gerade vor. Ich darf meine Flammenwerfer-Munition nicht unnötig hergeben. So, schnell da rein. Hier kannst du schon mal nichts anhaben. Wir müssen aufpassen vor diesen Viechern. Die dürfen wir nicht vergessen. Nicht nur auf Aliens achten, sondern auch auf diese komischen Viecher, weil ich wusste nicht, dass wir da instant down sind, aber anscheinend sind wir das. Oh, Flammenwerfer-Munition. Perfekt. Gott sei Dank ist da immer was anderes drin. Ich bin so dumm. Egal, Munition für Bolzenschießer, jetzt sind da schon bessere Sachen drin. Stirb. Oh, stirb du auch? Okay, er rennt weg. Ich habe gerade gedacht, jetzt hat es den noch nicht mal interessiert, aber alles gut. Okay, Bolzenschießer. Hoffentlich hilft er genauso gut wie der Flammenwerfer gegen das Alien. Da müssen wir nicht lang. Boah, ich muss immer auf die kleinen Teile aufpassen. Boah, hier gibt's Speicherpunkte wie nichts. Hallo? Nee, nee. Das Spiel wurde gar nicht 280.000% schwerer. Überhaupt nicht. War auch gar nicht schwer am Anfang. Also. Überladen Sie den Beta-Kern. Nochmal. Diesmal ohne Komplikationen, einfach durch.
Gar kein Problem. Wisst ihr, was das Problem an dem Horror-Ding ist? Es wird nie nervend. Es wird immer so krank. Höchstens bei Syntheten. Syntheten sind immer schon nervend gewesen. Aber so ein Alien ist halt echt immer fürchteinflößend. Aber da sind immer bessere Sachen drin, habe ich so das Gefühl. Oh, warte mal, hier gibt's auch was. Sensor und Schrott. Mhm, das haben wir gebraucht. Das war auch richtig wichtig für uns. Wahrscheinlich bedeutet das jetzt unser Tod, oder? Ich schleich mal, vielleicht bringt das ja was. Vielleicht darf man im Wasser nicht rennen. Rennen sowieso nicht, aber nicht laufen, meine ich. Das bringt anscheinend nichts. Bitte komm nicht hier lang. Er hört halt auch den Flammenwerfer. Oder Ace oder irgendwas so. Beiden? Boah, diese Geräusche. Richtig ekelhaft. Boah, und überall wird einfach was angezeigt. Na, was? Laber nicht! Ich glaube, ich darf nicht zu lange an einer Stelle stehen bleiben. Aber das war jetzt gerade fies. Er kommt da raus. Ich wusste es schon. Und trotzdem gehe ich noch drauf. Unfair. Wirklich unfair, dieses Spiel. Fällt mir natürlich jetzt auf. Ich schlau. Okay. Und noch einmal. Oh, warte mal, da ist ja noch einer. Der bringt mir natürlich... Was? Wie bitte, was? Wie bitte, was? Gott sei Dank hängt sich das Spiel nicht mehr auf, wenn wir draufgehen, weil... Das wäre natürlich auch noch so ein Ding, oder? Wenn das Spiel jetzt einfach nach jedem zweiten Mal aufhängen würde und ich darf es jetzt mal wieder neu starten. Aber nein, ich will gar nicht drüber reden. So... Und erneut bahnen wir uns den Weg. Wir müssen doch hier irgendwo wie durchkommen. Es muss doch irgendeinen Weg geben, ohne instant zu sterben. Oder? Das Spiel ist... Also es kommt mir jetzt gerade wirklich unmöglich vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es kommt einfach auf uns zu. Und sobald der Flammenwerfer weg ist, und der hat halt leider nur noch so und so viel Munition... sind wir am Arsch, weil der Bolzenschießer braucht 800 Jahre, bis er schießt. Und das ist halt bei so einem Alien, das einem mit einem Schritt 800 Schritte macht, das auf einen zurennt, nicht ganz so geil. Gut, das brennt jetzt und ich laufe einfach weiter. Mir ist völlig egal, was passiert. Ich habe noch ein bisschen Munition. Oh oh. Kommen jetzt einfach schon zwei? Okay, keins hat mich gesehen. Ich glaube, es waren tatsächlich zwei. Auch wenn es komplett übertriebener kranker Shit wäre. Aber ich glaube, es sind einfach schon zwei. Okay, einfach weiter, komm. Speichern. Egal, ich speichere. Ich glaube, das Umfeld bleibt gar nicht so, wenn wir speichern. Zumindest war ja vorhin das Alien mal da und dann wieder nicht. Von dem her. Was? Wieso deaktiviert? Wie muss ich es deaktivieren? Hier drin vielleicht? Alter, überall sind diese Dinger mit eingebaut. Kein Strom. Perfekt. Das hört man gern. In einer so unglaublichen und fast unschaffbaren Lage natürlich auch noch kein Strom. Damit ich noch irgendeine Scheiße machen muss, ist natürlich perfekt. Wo ist das Vieh hin? Ist wahrscheinlich genau da vorne und jetzt holt es mich gleich, oder? Kein Strom. Wie schalte ich den ein? Wie schalte ich den verdammten Strom ein? Okay, pass auf. Erstmal ein Medikit nehmen. Bauen können wir auch keins, weil wir keine Komponente B haben. Perfekt. Immer schön aufpassen. Das sieht uns auch hier drunter. Wir wissen das. Wir haben nur letztes Mal Glück gehabt. Nehmen wir mal das Medikit. Flammenwerfer. Ich muss ja irgendwann da raus. Da bleibt ja gar nichts anderes übrig. Muss ich jetzt einfach da lang, um den Strom einzuschalten? Ihr seid doch krank.
Lieber schleichen. Ich weiß zwar nicht, ob es besser ist, aber lieber schleichen. Und warum hat uns das im letzten Spiel nichts getan? Oder halt, es ist nur an uns vorbeigerannt oder so. Seltsam halt einfach. Müssen wir hier nichts tun? Hier geht's doch aber gar nicht weiter. Ohohoho. Stirb! Okay, es haut ab. Ich muss doch hier irgendwas tun können. Nein, tatsächlich nicht. Okay, kurz mal auf der Map gucken, wohin wir müssen. Ich verstehe nichts mehr. Leiten Sie Strom zum zentralen Kern um. Muss ich jetzt etwa wieder da lang? Ja, speichern bringt mir in dem Fall nichts. Oh, warte, wir haben keine Munition mehr. Der Bolzenschießer muss einfach irgendwie was bringen. Okay, es kommt kein Vieh, auch wenn es jedes Mal so anhört. Kommt da irgendwie Strom oder sowas? Oh Mann, Flammenwerferöl wäre perfekt. Ja, meine wäre perfekt. Habe ich schon mal erzählt, dass ich vielleicht auf die Dinger achten sollte? Ja, gut, habe ich, aber. Oh Mann. Okay. Überladen Sie den Beta-Kern? Ja, wir sind immer noch an der Sache dran. Kommt es zu uns? Nein, kommt es nicht. Solange ich den scheiß Flammenwerfer nicht benutzen muss, ist alles gut. Ich muss ihn jetzt zwar gleich benutzen, um dieses ekelhafte Ding schon wieder zu töten. Ah, wenn die Eier zu sind. Okay, daran erkennt man es. Okay, es ist tot. Perfekt. Das ist zu alles. Da brauchen wir nichts von. Nein! Hier geht's einfach auch nicht weiter, Leute. Ja gut. Ich bin langsam ratlos, muss ich ehrlich sagen. Es wird auch überhaupt nicht... Nee, es ist gar nicht schwerer geworden. Nee. Das Spiel ist total möglich und so. Überladen Sie den Beta-Kern. Sobald ich hierher gehe, kommt, glaube ich, nochmal was, oder nicht? Leiten Sie Strom zum zentralen Kern um. So, und wie mache ich das? Hier. Und wie komme ich da hin? Wenn ich fragen darf. Mein Rechner macht ziemlich seltsame Geräusche, aber so kann man es klären. So, vernichten Sie das Nest, ja, das ist ja unsere Hauptaufgabe. So, hier kann ich speichern und hier muss ich doch, da kann ich doch nur... Oh. Stirb. Er stirbt nicht. Okay, er stirbt doch. Wie kann ich's abbrechen? Ich will's abbrechen. Ah, okay, gut. Alles gut. So, hier kann ich durch, Leute. Das ist ziemlich gut versteckt, muss ich ehrlich sagen. Das ist ziemlich gut versteckt und hier ist richtig ekelhaft. Ich glaube, so ekelhaft war es in dem ganzen Spiel noch nie. Okay, Strom wiederherstellen. Kennen wir ja. Wenigstens etwas, was wir können. In der Folge haben wir bis jetzt eigentlich fast gar nichts geschafft. Überladen Sie den Beta-Kern. Jetzt haben wir Strom dazu, deswegen müssen wir wieder zurück. Warum leuchtet das jetzt eigentlich sogar schon so komisch? Oder war das einfach nur, weil das da leuchtet? Es sind tatsächlich zwei. Es sind einfach zwei. Es sind zwei. Wieso?
Haben die sich gedacht, nee, das Spiel ist einfach zu einfach? Ich verstehe sie nicht. Verzieh dich! Greift es mich jetzt trotzdem. Ein Schuss reicht also nicht aus, bringt uns der Bolzenschießer natürlich richtig was. Eigentlich haben wir nach dem Flammenwerfer keine Waffe mehr für die Dinger. Perfekt. Da ich den Flammenwerfer jetzt wahrscheinlich gleich wieder verwenden darf? Nein. Ich muss den Flammenwerfer einfach aufsparen. Ich muss hier durchschleichen eigentlich. Ich weiß immerhin wohin. Nein, der hat nichts Besseres für uns. Mann, wir brauchen Komponente B und Flammenwerferöl. Und das findet man hier drin einfach gar nicht. Gut, warum sollte sich hier auch Flammenwerferöl aufhalten? Aber trotzdem. Da vielleicht Flammenwerfer immerhin. Aber keine Komponente B. Für ein Medikit wäre das natürlich richtig toll. Oh Mann, Leute. Ich spiele, glaube ich, schon wieder länger als 20 Minuten, aber ich will ja ein bisschen was schaffen, oder? Aber das Spiel wird einfach richtig schwer. Ist einfach nur schon auf uns wartet. Beide einfach. So, er haut jetzt hoffentlich da oben ab. Oder auch nicht. Cooler Typ. Doch, er haut ab. Okay. Beeilung. Speicher, komm. Nein. Okay. Ich darf also nicht speichern. Wir haben eigentlich gar nichts geschafft in dem Spiel, wenn ich ehrlich bin. Dieses Spiel ist so unfassbar schwer jetzt. Oder mache ich irgendwas falsch? Habe ich irgendeine Mega-Waffe gegen die Teile? Nein. Habe ich nicht. Ein Geräuschemacher, ja gut, der könnte sie vielleicht interessieren. Da kann ich sogar wahrscheinlich einen von bauen, dann sind alle meine Sachen weg. Ich bin froh, dass ich hier drin bin, sonst wäre ich jetzt richtig erschrocken. Bin ich so natürlich gar nicht. Erschreckt nie bei dem Spiel. So. Nochmal den Strom einschalten. Schade, dass es hier keinen Speicherpunkt gibt, aber es wäre auch viel zu sozial. Aber jetzt übertreiben sie es langsam mit der Schwierigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja okay, solange es schwer und Horror bleibt, aber das ist jetzt natürlich schon ein bisschen sehr übertrieben. Schrott A kann ich jetzt sogar mal wieder gebrauchen, weil ich diesen Geräuschemacher gebaut habe. Den behalte ich jetzt auch gleich mal in der Hand. Bringt mir wahrscheinlich gar nichts, weil es die null interessiert. Kein Problem, kann ich... Ach, da stehen sie einfach zu zweit. Unglaublich. Kann ich wenigstens werfen? Jo, kann ich. So, kommt jetzt einer da raus? Nein, einer rennt da lang. Und jetzt durch. Spiel speichern. Los, schnell. Speicher jetzt dieses verdammte Spiel. Ja, verdammt. Okay. Nein. Leitungsinterface, ja. Überladen Sie den Beta-Kern. Perfekt. Und darunter. Kommt der jetzt hierher? Ist jetzt mein sicherer Tod oder blickt das Alien das überhaupt, das aktiviert worden ist? Wer weiß. Wir finden es wahrscheinlich gleich raus. Oh je. Es hat auf jeden Fall geblickt, dass da was blinkt.
So dumm ist also nicht. Okay, alles gut, alles gut. Oh oh. Okay, 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 okay. Komm, versuch's einfach. Nein! Nein, ich hab gedacht, ich kann's verarschen. Anscheinend nicht. So dumm ist also dann doch nicht. Ja, deine Hand haben wir jetzt auch schon 800 Mal gesehen. Es ist halt trotzdem immer noch extrem ekelhaftes Ding. Egal wie oft es dich holt, egal wie oft du von dem Ding abgefuckt wirst, es ist immer ekelhaft. Und das macht halt so ein Spiel leider auch aus. So. Ich überlade mal den Beta-Kern. Ich gehe da rein. So, jetzt mache ich halt einfach noch einen Molotow-Cocktail. Vielleicht bringt mir das ja was. Auf jeden Fall brauche ich jetzt mal... Nein, natürlich nicht, weil ich keine Komponente B habe. Danke dafür. Ich könnte... Schaut mal, Leute. Ich könnte... 6 B-Komponenten haben, aber ich habe halt einfach keine mehr, weil es einfach keine mehr gibt. Finde ich cool von dem Spiel. Oh oh, finde ich auf jeden Fall sozial, dass der immer noch da steht. Geht der jetzt auch mal wieder? Okay, ja, er geht. Er geht vielleicht, ja. Geh bitte einfach. Guck dich nicht hier um. Ich finde es gut, dass er sich immer so schnell umdreht, dann kann er uns nicht sehen. Ja, dann umdrehen. Okay, komm, scheiß drauf, los. Komm, und nochmal eins. Hat der mich gesehen? Nein, hat er nicht. Er kann hier nicht hoch, glaube ich. Unser Glück. Er kann hier noch hoch. Er kann hier doch hoch. Aber er kann uns nichts tun. Er kann uns nichts tun. Er kann uns nichts tun. Bitte sag mir da sonst nichts. Er kann uns doch was tun. Natürlich kann er da drunter gucken. Wäre ja auch dumm, wenn nicht. Dann wäre er nicht der Überkey. Okay, also nochmal. Ich gehe hier runter. Mit was könnte ich ihn dann weglocken? Mit einem Molotow-Cocktail, aber das können wir uns ja leider nicht bauen. Mit einer... Mit einer... Ach, Flammenwerfer haben wir auch noch. Okay, der könnte uns das Leben retten. Okay, los. Los, 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 los. Boah, wie es jetzt ruckelt. Wieso ruckelt es jetzt gerade? Okay, dann sitzt uns zum Reaktor zurück. Danke dafür. Okay, haut ab, er haut ab. Unser Glück, komm schon, komm schon, komm schon. Ich kann nicht speichern. Verdammte Scheiße, ich kann nicht speichern. Nein! Nein! Noch so ein Ding. Leck mich. Nein, wie unfair ist dieses Game, bitte. Also das ist wirklich jetzt übertrieben schwer, Leute. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr das noch im Rahmen findet. Also ich nicht. Dass ich da noch nicht mal speichern kann, dann das ist natürlich echt böse. Das ist richtig böse sogar.
Und da es jetzt auch noch ruckelt, ist natürlich noch böser. Ich glaube, das Spiel will mir schon wieder sagen, hey, hör einfach auf, ist besser für deine Nerven und so. Geht er jetzt dem Geräusch nach oder hat er mich schon gesehen und denkt sich, ich hole mir den. Er geht dem Geräusch nach, perfekt. Flammenwerfer einpacken. Oh Mann, Leute. Bitte töte alle Aliens. Das jetzt. Oh Mann. Ich brauche nochmal so ein Geräuschemacher. Okay, erst aufpassen, vielleicht kommt er jetzt wieder rein. Nein. Ich würde so gerne da hinten jetzt einen Geräuschemacher hinwerfen, aber ich weiß nicht sicher, ob er sich nicht umdreht, wie er es gerade gemacht hat. Okay, ich werfe da jetzt einfach einen Geräuschemacher hin, auch wenn er da schon ist, aber das hält ihn auf. Zumindest einen von denen. Ah, jetzt kann ich auch speichern. Gott sei Dank. Okay. Flammenwerfer raus, denn da kommt jetzt gleich wieder so ein Vieh. Noch irgendwo? Nein! Aber ich habe gespeichert. Alles gut, ich habe gespeichert. Leute, ihr seht selber, dieses Spiel ist komplett krank. Es ist Horror. Psycho. Schwierig ohne Ende. Und das Feuern von Waffen, Aufprallen auf Oberflächen und Sprengen selbstgebauter Vorrichtungen erregt ungewollte Aufmerksamkeit. Und deswegen machen wir weiter im nächsten Part. Denn ich bin so durch. Ich bin krank und jetzt noch kränker, nur durch das Spiel. Ich weiß, euch macht es Spaß, weil ich leide. Richtig leide in diesem Projekt. Aber es macht trotzdem irgendwo Spaß. Natürlich, manchmal reg ich mich auf, weil es halt wirklich unfassbar schwer ist. Also an manchen Stellen ist das Spiel wirklich unfassbar. Jetzt gerade ist es wirklich, es will dir einfach die letzte Psyche rauben. Aber ist okay. Wahrscheinlich ist die Quali jetzt auch nicht so gut, weil ich mich, also die Quali von meinen Kommentatoren-Skills, nennt man das so, nicht so gut, weil ich mich eher aufs Gameplay konzentriert habe, um mal ein bisschen was zu reißen, weil wir haben jetzt vielleicht in Spielfortschritt gesprochen 1% geschafft, wenn überhaupt. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind nicht wirklich weit gekommen, aber wir haben wirklich viel erlebt. Und ich will da einfach nur noch raus. Ich will, dass bitte gibt es keinen Delta-Kern und keinen Omega-Kern und keinen ach was weiß ich Kern noch, weil das wäre mir wirklich ein bisschen zu viel. Ich hoffe einfach, dass die nächste Folge da irgendwie rauskommt und das Alien für immer in 5 Millionen Stücke zerfetzt wird, anstatt dass er einfach eine Kreissäge oder so nimmt. Aber egal. Okay, er hat ja eine Haut aus Metall. Wahrscheinlich interessieren den Kreissägen ja nicht. Ich sag vielen Zuschauern, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal bei Alien Isolation. Aber jetzt wieder richtig. Bis dann.